Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu Ethan Carter. Und ja, wir haben die letzte Folge haben wir damit verbracht, Leichen zu suchen. Sorry für den Lag. Und jetzt suchen wir diese Leichen weiter. Ich habe eben schön schnabuliert, gab Spaghetti. Und sehr lecker. Okay, wir müssen jetzt, oder ich denke, dass wir da lang müssen. Es ist so ein Gefühl. Ich weiß es natürlich nicht, aber wir können uns ja so ein bisschen orientieren. Ja, da geht es, genau. Mal eben nach links. Im Notfall gehen wir gleich nochmal zurück. Ich weiß noch nicht, ob wir alle Leichen haben. Vielleicht haben wir ja auch schon alle. Das kann natürlich auch sein. Wir haben schon alle gefunden haben. Okay, da vorne ist dieser eine Typ. Ich weiß gar nicht, ob der uns was tun würde, wenn wir zu ihm hingehen. Ich möchte es aber irgendwie auch nicht rausfinden. Hier sind wir hergekommen, ne? Genau. Da sind wir hergekommen, genau. Ich würde sagen, wir stehen jetzt an dieser Ecke. Dann gehen wir da rein. Warte mal. Ah, hier, okay. Ich weiß. Nee, doch. Nein. Doch, nein, nein, nein. Da geht's nach links und nach rechts. Okay. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay, ich kann die, hab die Orientierung. Dann würde ich sagen, hier. Da lang. Und hier könnte noch was sein, aber ist doch nichts. Genau, genau. Orientierung habe ich auf jeden Fall. Da ist noch einer. Zack. Die Leiche haben wir auch. Ich glaube, das war es auch soweit mit den Leichen. Ich habe zumindest keine mehr gesehen. Keine Leicherinos mehr. Ich glaube, dass wir alle haben. Wir brauchen insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Leichen sind das. Mal sehen, wie viele wir haben. 1, 2, 3, 4, 5. Also einer fehlt uns noch. Eine Leiche fehlt uns noch. Okay. Das ist doof. Wo könnte der letzte Gammelhannes denn noch sein? Könnte auch diese wandelnde Leiche sein, die uns da immer so entgegenguffelt. Aber ich glaube, das ist eher soll ein Feind darstellen. Oder? Oh. Okay, okay. Okay. Es soll eindeutig einen Feind darstellen, okay. Gut. Okay. Dann haben wir das Geheimnis jetzt auch gelüftet hier. Es ist also eindeutig kein Freund. Gut. Damit kann ich leben. Wir müssen nur noch die Leichen finden. Wo könnte denn noch eine liegen? Ich suche jetzt einen. Wir suchen einfach alles ganz methodisch ab hier, das. Das wird, denke ich, kein Problem sein.
Gammelhannes hören wir ja früh genug. So, wir sind hier. An der Ecke. Da ist die Ecke. Ich würde dann sagen, da. Nee, das ist doch nicht die Ecke hier. Und das ist so. Da komme ich nach oben, hier. Genau. Das heißt, wir müssten hier rechts lang können. Ja, perfekt. Genau. Und hier schauen wir nochmal. Wie gesagt, es fehlt noch eine Leiche. Aber vielleicht brauchen wir die auch gar nicht, sondern wir können das letzte Zeichen ja auch erraten. Wäre jetzt auch nicht so schlimm, sage ich mal. Ich glaube, das werde ich auch machen. Weil mir... Ja, also jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich kein sonderlich geduldiger Mensch bin. Was du heute kannst besorgen und so, ne? Deswegen, ich denke, wir machen das so. Auch wenn ich gerade so ein bisschen verirrt bin. Ein bisschen verirre. Okay, machen wir es anders. Ah, okay. Da unten rechts. Miau. Und... Miau. So. Wo geht's hier rein? Da. Ja, der Sechste lebt anscheinend noch. Ich glaube, es ist der Lebende da. Die Leichen haben wir, glaube ich, alle gefunden. Der andere lebt wahrscheinlich einfach nur. Ha. Naja. So, also die erste Reihe ist nicht klar. Die zweite Reihe ist ein Z. Ja, ich glaube, das ist das Z hier. Z, zweite... jetzt wird schon schwieriger. Die wollen mich doch verarschen. Ach so! Das Dreieck, ah da, Dreieck. Dreieck ist, dieses komische Nudelding. Dreieck-Nudelding. Wo ist Nudelding? Das hier sieht nach Nudel ähnlich. Ja, das war Nudelding. Und der Kreis ist ein Z. Kreis ist ein Z. So, Kreis ist Z. Nudel, Kreis. Was ist denn jetzt hier das Viereck? Auch ein, ja doch, Z, Z. Die sind beide richtig. Sternchen. Sternchen ist das hier. Das sieht aus wie ein Krüppelkreuz, ich weiß nicht. Ein bisschen komisch. Krüppelkreuz. Ah, Krüppelkreuz ist schon drinne. Krüppelkreuz ist schon drinne. Und da oben, was ist da das sein? Ist auch so ein... Das hier. Das sieht aus wie... Ja, keine Ahnung, so bogenmäßig. Das hier ist... Das Fall, das hier ist bogenmäßig. Da kommt der Bogen rein. Das bogenmäßige. Da, das hier sollte das bogenmäßige sein, genau. So, der letzte ist, ja, was könnte das letzte sein? Da müssen wir jetzt spekulieren. Das nicht. Wir haben es aber soweit richtig gemacht. Dreieck ist die Nudel.
Genau. Viereck ist das Z. Kreis ist das Z. Sternchen ist das kaputte Kreuz da. Und das hier ist das Bögelchen. Genau. Das sollte alles richtig sein. Das obere müssen wir also raten. Ich bin langsam ein bisschen ratlos. Da passiert nämlich nichts. Ich glaube, wir müssen doch die letzte Leiche finden. Ja, so dumm das auch ist, wir müssen wahrscheinlich die Leiche finden. Sieht so aus, ja. Gut. Du hattest schon alles eingestellt, wir müssen die letzte Leiche finden. Ansonsten geht das augenscheinlich nicht. Das ist ja kacke. Ich dachte, das wird auch so gehen. Oh, oh, oh. Egal, die finden wir. Die finden wir. Irgendwie. Finde ich aber doof, dass man das nicht so machen kann, weil eigentlich müsste eine Kombination da richtig sein. Also, das ist schon, ja, von der Logik her, ne? Also. Da haben wir auf jeden Fall keine Leiche gefunden, aber vielleicht ist ja oben irgendwas noch. Hier unten habe ich eigentlich alle Leichen gesucht und gefunden. Deswegen bin ich mir etwas unschlüssig, wo die letzte sein soll. Vielleicht ist da auch oben. Davon würde ich eigentlich ausgehen, weil unten haben wir jetzt eigentlich alles abgesucht. Jeden Zentimeter. Ich werde aber gleich nochmal gucken gehen. Also, wenn wir jetzt oben am Ende des Tunnels nichts mehr finden, dann, ja. Ja, aber ausschalten lieber nicht. Von hier hinten könnte es fast so aussehen, als ob da hinten jemand steht. Was ist das denn hier? Total strange. Irgendeine Art Wasserkammer. Wo haben wir das Ding nicht einfach ein bisschen ab? Two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into and with any luck walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. Okay, hier draußen scheint es nicht zu sein.
Ne, da müssen wir da erst rein und versuchen, das Rätsel zu lüften. Ich glaube nämlich nicht, dass hier draußen die Leiche dafür ist. Die Rätsel sind immer relativ kompakt an einem Ort. Deswegen, ich werde mal eben kurz einen Cut machen und dann sehen wir uns gleich wieder unten in der Höhle. So, da sind wir auch wieder und ich habe wirklich alles abgesucht und keine Leiche mehr gefunden. Deswegen denke ich, dass es auch keine weitere gibt, sondern wir das obere Zeichen einfach raten müssen, beziehungsweise beim unteren habe ich eben was entdeckt. Und zwar ist hier was verblichen, seht ihr das? Da ist was verblichen und ich denke mal, dass das Zeichen gar nicht so richtig ist, wie es da steht. Dass es eventuell auch ein umgedrehtes sein könnte. Seht ihr das? Dieses Verblichene? Also ich denke, es können auch diese drei sein. Diese umgedrehte da. Na, wo ist das Ding denn da? Oh! Haha, super! Ja, hat doch funktioniert. Aber was ist das Ding überhaupt? Oh oh. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das? Was ist das hier bitte? Okay. Ist hier irgendein Haus? Ah, da ist irgendwas. Der Fluch des Seemonsters. Das henochische Necronomicon. Die Eisenerzbergarbeiter haben es endlich gefunden, doch nicht alle von ihnen wollten sein Ritual durchführen und das Seemonster Gnai beschwören. Ein Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Gnais Flut auf diese Welt entfesseln würde. Und so hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen Eltdown-Scherben zu erstechen. Gnai verfluchte daraufhin den Bergarbeiter, der nun die Mine durchstreift, dazu verdammt, andere daran zu hindern, das Seemonster zu beschwören und die Welt für immer zu überfluten. Okay. Ethan, I told you to stay out. God damn it, look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay. Now, you go. Get back home. Bitte um Stellungnahme. Sehr geehrter Mr. Carter, das amerikanische Patent- und Markenamt hat Ihren Brief vom 27. Januar 1973 bekommen, in dem Sie um weitere Stellungnahme bitten, weshalb wir Ihr kürzlich eingereichtes Patent 527F2D von diesem Amt abgelehnt wurde. Wie wir schon in unserem letzten Brief erklärt haben, wurde das Patent aufgrund der Verletzung eines bereits existierenden Patents abgelehnt. In der letzten 16 Wochen haben wir über 4 Dutzend angeforderte Patente von Ihnen dokumentiert. Keines davon ging durch und auf alle haben Sie bestanden. Mr. Carter, wir würden diese und zukünftige Angelegenheiten gern als erledigt betrachten, mit freundlichen Grüßen. Aber auf was wollte er denn ein Patent haben? Dale, schaff dein Zeug aus meinem Keller, bring das zur verdammten Müllhalde. Ich habe es so satt, auf dem Weg zur Waschmaschine über dein misslungenes Leben zu steigen. Ich meine es ernst, entweder es kommt weg oder ich verbrenne es. Fluch des Seemonsters. Über dein misslungenes Leben, oder? Ja. Okay. Dann werden wir jetzt nochmal rauslaufen. Und ja,
wahrscheinlich das letzte Puzzleteil in Ethan Carter zusammensetzen. Zumindest weiß ich nicht, in welchen Ort oder an welchen Ort wir noch müssten. Wir kommen ja jetzt zum Haus, ja. Und ich bin mal gespannt. Ich denke, dass wir uns dem Ende nähern, rein gefühlt. So lang ist das Spiel ja auch nicht. Und ja, ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich auch schon drauf. Ich bin nämlich, momentan habe ich so die Idee, dass der Ethan sich das alles einbildet. Also das sind seine Geschichten. Seine Fantasien, die aus irgendeinem Grund real werden. Diese ganzen Geschichten über Seemonster und andere Sachen. Dieses Ritual, alles eigentlich nur in Ethans Kopf. Und irgendwie, ja, drehen die Leute langsam durch wegen diesem Schläfer. Und ich glaube, der hat irgendwas damit zu tun, dass diese Geschichten von ihm real werden. Und deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir einen Cut und wir sehen uns dann, ja, zum nächsten Part wieder. Ich denke mal zum finalen Part von Ethan Carter. Vielen Dank fürs Zuschauen.